Cheerio, meine Chemnitzer Ultras, willkommen zurück zu FIFA 20. So, wir haben ein monatliches Update. Nein, ich will das nicht löschen. So, Oslo aus der Slowakei. Und da zumindest Kovac, Andrej Kovac oder Dulicjal. Buresch nichts, Hornig auch nicht, Hornig. Ist der Bruder, ist der östliche Bruder von Hanik. Andrej Kovac kommt rein. Tessa nicht. Dolchal ist leider doch nichts. Und Novak ist auch nichts. Leider. So, das Spiel gegen Stuttgart steht an. Schauen wir uns, wie wir uns da schlagen. 1:0, wunderbar. Da. Das ist jetzt sehr enttäuschend. Ich weiß auch, dass ich nicht Topspieler bin, möchte daher bin ich auch. Alter, Jerome. Ciao, warum? So, packen wir jetzt mal die neuen Leute rein. Erstmal Callum Mason. Dann haben wir hier Blaha. Blaha. Blaha auch. Dann haben wir Kovac, Andrej Kovac. Sehr schön. Es sind leider nur drei neue. Dann packen wir natürlich auch Martin nochmal mit rein. Aber als mit seiner leichten Form hier. Ein bisschen leichtes Training. Und Dreier noch, weil das einfach unser einziger Stürmer ist, den wir da haben. So, das ist dann Gruppe 0. Ich meine, wir gehen ja gerade rückwärts, ne? So, Dreier sogar noch einen Punkt auf die 69. Wunderbar. Oh Gott, mal das hinsetzen. Aua. So. Weiter geht's. Bup, 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 bup. Gegen Frankfurt. Wir sind sogar Neunter. Wir haben Werder überholt. Ja, wird aber ziemlich schwer, noch weiter voranzukommen. Müssten Frankfurt zum Beispiel jetzt besiegen. Und gewinnen 3:1. Gut. Gut, dass es uns erwähnt hat. So. Dann wieder von vorne das Training. Gasch, Martin van Leuven, Siegmund und Weber. Dann, ja, gegen Everton, wie gesagt, das Rückspiel spielen wir dann wieder mal. Wir stehen nicht im Pokalfinale. Mein Gehold gesprochen, das hat sich aber nichts genannt, das macht mich gerade... Ich habe gesagt, nein! Hast du immer noch das Geld im Kopf? So. Wir sind aber nicht im... Wir sind aber nicht im Pokalfinale, das ist das Halbfinale. Wisst ihr was, wir spielen das Hinspiel. Wir legen einfach mal die Leiste hoch. Nicht beeinflussen. Meine Spiele sind immer gut, aber wir spielen ja gar nicht zu Hause. Immer besser, da fühlt die ganze Mannschaft auch und da fallen auch die Siege leichter. Wird das Moral von beeinflussend? Was interessiert mich die Moral von Everton? Die Jungs haben klasse gespielt. Teilspiele sind mir egal. Aber sind sie richtig gut drauf. Gehen sie davon aus, dass es auch im nächsten Spiel weitergeht? Ich bin dabei! Warum auch immer. So. Na, dann wollen wir mal. Ja. Doucouré wieder mit dem gleich beim Start dabei. Einfach weil Abwehr diese bekannte Krise hat, dass er einfach keinen Turm macht. So, also haben wir ihn dann zur Not auch als Eiwechselspieler in der Rückhand. So, wir versuchen gegen Everton vorzulegen, jetzt im Hinspiel. So, dass im Rückspiel der automatische Trainer nicht so viel Mist bauen kann. Er hat auch nicht das Riesenstadion, wie es aussieht. Da haben wir es. Im Goodison Park. Ich bin sehr gespannt auf die Aufstellung von Everton. Everton ist ja auch so eine Mannschaft, die echt so in den letzten Jahren hochgekommen ist. Also auch alleine, was die Spielerqualität angeht.
Da hat zum Beispiel der gute Moiskin noch gespielt. Also hier wird wahrscheinlich nicht mehr. Aber halt jetzt in der Realität spielt Moiskin da zum Beispiel. Oh, wow. Oh, wow. Das sind wir hier. So. Das Gesicht. Ja, 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 oh Gott, ja, 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 los geht's. Und hinten auch in der Großbildleinwand. So, wir drehen den Trin nochmal hier. So, und da ist Everton. Pickford im Tor. Ich wusste, dass das ist. Ich hasse, wenn wir schon mal einen Isco haben, die, alles klar. Und mit Kupmeiners, Vargas. Vargas haben die auch. Nesri, Nesri, nee, Siri ist vorne im Veron. Nicht schlecht. Ja, uns pro unsere wollen wir nicht gucken. Wir wissen, wie unsere Aufstellung ist. Weiterhin im Sturm vorne, kein Ab, sondern Tukori. Und zwar mal Kupmeiners. Okay, okay. Finde ich gut. Die Kurve schon gemacht von Tukori. Juan jetzt hier, Juan auf der. Nö. Burka, das war Bescheid. Das war jetzt aber selber, ne? Ah, schade. Isco, die haben Isco hier drinnen. What the fuck, ey? Almiron. Und Nesiri, Nesiri. Der ist schon von Adams. Burkhardt. Burkhardt! Ja! Ja, unsere mitgereisten Fans sind natürlich außer aus dem Häuschen. Burkhardt hier, der Kapitän mit dem 1:0. Ein wichtiger Schritt für uns in Richtung Finale. Isco, Kupmeiners, Gomez. Nisri spielt eine unvergessliche Saison. Was soll das denn heißen? Alter, was war das denn? Ja, du kannst mich mal. Der hat sich da voll reingeworfen, hat euer gesehen. Juan jetzt, Juan, Juan. Ah, Santiago. Blackwood. Juan, Juan. Burkhardt. Ach, du Kure, komm, dann komm, ist leider nicht vorbei. Wir müssen im Kopf behalten, dass wir Arp auch zur Not für rechts außen bringen können. Sehr schön, Laird. Ah. Kaletaka. Der ist schon hier von Moa zu Huang. Ne, hätte früher laufen müssen, Jonathan. Isco. Nisiri. Leveling, wunderbar. Leveling ist auf dem Posten irgendwo. Das ist gut. Sehr schön hier gemacht. Oh, schade. Du Kurier hat die Beine den Ball sich da geholt. Das wäre awesome gewesen. Burkhardt hat da echt Probleme. Anstatt sich mal irgendwie versuchen, vor den Gegner zu drängeln, weißt du?
Nö. Das Leer hat aufgepasst. Die passen echt gut auf, was die Dingbestfässer angeht. Das ist gerade echt schwer, dann einen guten Posten in die Spitze zu kriegen. Hier auch bei Vorpässen sind die echt die ganze Zeit auf. Nee, Isco. Der war ein bisschen langsam der Ball, ne? Aus der Entfernung. Ducouré! Ja, schade. Gomez war dazwischen. So, Halbzeit. Immerhin 1:0. Ducouré war aber heute doch ziemlich bescheiden da. Deswegen werden wir mal Auswechslung machen. Zwar Ducouré geht raus und Ab kommt rein. Schauen wir mal, ob Ab vielleicht jetzt heute seine Krise überwinden kann und sein Tor macht. Sehr schön, Huang. Schöner Versuch. Gut, Miners. Oh, das war abseits, hallo? Der ist schon vom Bergmann. Jetzt geht's da vorne mit Santiago. Der schickt hier ab. Huang! Ja. Und Su holt sich den Abstauber. Sehr schön. 2:0. Ja, Huang jetzt richtig zack. Und Su hat ihn abgestaubt. Dei Wei Su. So, Almiron. Almiron immer noch am Ball. Sehr schön von Hoffmann. Naja. Also Bergmann macht seine Sache da definitiv gut als Arias Ersatz. Ja, das ist so nichts gewesen. Ab! Pickford. Na, nicht ganz ab. Sehr schön. Wieder auf Davy. So. Ja. Da wechseln wir mal aus. Burkhardt kann eine Pause brauchen. Also Kutschke rein. Und schicken wir mal Aubert rein. Schöner Versuch. So, wie gesagt, Burkhardt und Huang raus. Und dafür kommen Kutschke und
Robert. Jetzt nochmal Everton hier mit Almiron, Isco. Wollen sich wahrscheinlich die Ausgangslage und Hoffmann. Hoffmann spielt einfach ein unglaublich gutes Spiel. Ich bin echt am Überlegen, ihn einfach mal ab Arias einfach mal auf die Bank zu setzen dann. Alter! Danke. Pff. Ja, leert. Das war unglaublich geil. So, Nesri kommt auch um und Mampala kommt rein. Oh ja, Nesri hat ja auch nichts gemacht. Dafür, dass er eine unglaubliche Saison gespielt hat. War von dem Rupp nicht zu sehen. Kupmeiner ist hier mit einem sehr seltsamen Pass, aber kam leider durch, weil ob er nicht so nachhaltig war, so nachdrücklich. Schön. Ja, nee. Ja, was machst du denn da? Meinst du echt, der geht rein oder was? Alter, was ist denn los? Hört auf mit dem Kack da hinten. Sehr schön von Laird. Jetzt geht er vorne mit Santiago. Sehr schön. Das war gleiche Höhe. Du Arschgerimsel von dem Schiedsrichter, sorry. Ah, Gebami ist auch noch da. Das war gleiche Höhe mit Kutschke. Das war abseits hier von Vargas. Sehr schön von Leveling. Und das war's. Gut. Hinspiel haben wir 2:0 gewonnen. Das lief wunderprächtig. Gutes Spiel. Auch wenn die Abwehr da so ein bisschen. Aber wie bereits gesagt, ich werde wahrscheinlich. Klar. Und über 2 Tore versprungen. Hört aus, ganz klar, ganz gut. Ich werde wahrscheinlich Bergmann drin lassen. Hat sich aber im heutigen Sieg überzeugt. Hat auch kaum was gemacht. Mhm. Nächstes Spiel. Immer diese doppelten Fragen. So. Ich möchte sie nicht ärgern, aber ich bin enttäuscht, dass ich gestern nicht spielen durfte. Das ist meine letzte Saison und ich möchte dem Verein zum Erfolg helfen. Dabei wird jede ich jeden Schatten setzen. Ihr wart von mehr von dir. Wenn Nachwuchsleute so ungeduldig sind, kann ich das ja verstehen. Aber Routiniers wie du sollten wissen, dass das Team im Vordergrund steht und dass jeder seine Rolle erfüllen muss. Ehrlich mal, ey. So, Tschechien. Ja, Dulejal. Warst du nicht das letzte Mal dabei? Kam mir so ein bisschen, ach, unsere Jugendmannschaft ist so voll wie sonst was. Aber wir haben sowieso hier keine Spieler, die wir irgendwie in irgendeiner Form mitnehmen. Aber wir haben ja noch das aus Slowenien. Aber Koroček ist nix. Kotnik könnte was sein, ist aber nix. Und Horvath kannst du so vergessen vom Potenzial her. So. Sehr schön. Belgien hat angefragt, alles klar. So, gegen Fortuna Düsseldorf. Mit einem Sieg könnten wir Frankfurt überholen. Dafür müssen natürlich Frankfurt auch verlieren. 13:0 gewonnen, das ist sauber. So. Ah ja, Doucouré, was soll ich machen? Der liebe gute Arp ist halt nicht so, das bringt mir da nicht das, was er eigentlich bringen könnte. Sagen wir es mal so. Nee. Nee. Ich erwarte aber definitiv mehr von dir. Wenn du weiterhin drinbleiben willst. So, das Rückspiel gegen Boss bei meinem Fortschritt. Alter, sie verarschen. Mehr verdienen. Konzentriere dich mal auf Fußball, Mann. Nerv mich nicht. Du bist sowieso noch Ende der Saison weg. So, ich brauche auch jetzt nicht schon wieder eine Pressekonferenz. So, 2:0 haben wir gewonnen. Ich möchte jetzt aber auch ein 2:2. Sehr schön, wir sind im Finale. Finale!
Wow. Finale. Gegen Arsenal. Ach du heiliges bisschen. Ja, Leute, dann beende ich die Folge mal für heute. Wäre ja definitiv super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Knopf der Galatstraße. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zum Saisonfinale. Und wir schauen, ob wir die Europa League gewinnen können. Damit wir dann das nächste Jahr gut in der Champions League spielen. Bis dahin. Bye bye.